Nun ist Österreich ein Land, über das sind Weltkriege, Völkerwanderungen und was weiß ich was hinweggefegt. Deswegen sind wir ein bunt durchmischtes Volk. Und es ist so wie bei den Mischlingshunden, die sind besonders stabil und besonders resistent. Das ist es auch bei uns Österreichern. Wir haben zwar nicht eine oder zwei oder drei Mutationen, wir haben viele, aber die sind ziemlich ausgedünnt und ziemlich gut durchmischt. Deswegen würde ich sagen, eine von 300 bis 400 Frauen haben eine Genveränderung. Und wenn wir jetzt den Umkehrschluss machen und sagen, okay, wir wissen, dass die Genveränderung häufig zum Brustkrebs führt, schauen wir mal unter den Frauen mit Brustkrebs nach, wie häufig kommt es denn da vor? Da finden wir allemal 10 von 100 Frauen, die im Brustkrebs erkrankt sind, die haben eine familiäre Disposition, eine genetische Disposition. Und in der Hälfte der Frauen, das sind also 5%, also 5 von 100 Frauen, da finden wir tatsächlich eine Mutation in einem der beiden Brustkrebsgene. Deswegen beginnt es immer wichtiger zu werden, gerade weil wir eben Behandlungsformen und Behandlungstherapien haben, diese Genveränderung zu suchen und wenn sie gefunden wird, auch adäquat zu behandeln. Also 5 von 100 Frauen mit Brustkrebs haben so eine Genveränderung. Also ziemlich häufig, ehrlich gesagt. Wenn man jetzt wissen möchte, wer hat denn aller von Ihnen im Raum vielleicht, von uns im Raum, eine Genveränderung? Dann könnte man sagen, okay, man testet einfach alle durch. Wie das macht, wie das funktioniert, werden Sie sehen. Könnte bei jeder, fangen wir hier an, gehen wir hier weiter und machen wir bei jeder einen Bluttest. Da finden wir alle Personen, die eine Mutation haben. Aber das ist erstens unethisch, weil es will nicht jeder wissen. Sie haben ein Recht auf Nichtwissen. Sie können auch sagen, das interessiert mich gar nicht. Es ist sauteuer. Es ist immer noch sehr, sehr teuer. Es kostet so einen Test, wenn Sie den sozusagen bei uns im AKH bestellen und nicht es kostenlos sich dafür qualifizieren, dann kostet er 3.500 Euro, das ist auch nicht wenig. Und er dauert lang. Das heißt, wir sind dann wahrscheinlich in 4 Monaten sind wir fertig. Dann haben wir alle getestet hier im Raum. Aber das ist natürlich nicht machbar. Jetzt müssen wir Kriterien suchen, anhand derer wir Frauen oder Männer identifizieren, bei denen die Chance, dass wir was finden, besonders hoch ist. Und so machen wir das auch. Und so macht man das international. So macht man es in Deutschland, in den Vereinigten Staaten. Man schaut, ob es Familien gibt. Wir haben ja gesagt, es kommt häufig vor, es wird weitergegeben innerhalb der Familie, besonders junges Erkrankungsalter. Man sucht sich ein Set von Kriterien und wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann bietet man so einen Test an. Und ich habe Ihnen das noch einmal, damit es ein bisschen einleuchtender ist, hier in einer Illustration dargestellt. Also wir können, wenn das so eine, das ist so eine Schnittmenge, das kennen Sie vielleicht noch aus der Schule, wir haben also diese große Gruppe, die hier im Raum sitzt, das sind alle Frauen. Die können wir testen und wenn wir hier die Gruppe der Mutationsträgerinnen haben, der Frauen, die eine Genveränderung haben, dann finden wir die alle. Wenn wir sagen, okay, das ist uns zu aufwendig, das will nicht jede Frau machen, dann schränken wir das doch vielleicht ein auf jene Frauen, die selbst schon an Brustkrebs erkrankt sind, weil die haben eine höhere Chance, da haben sie ja gesehen, das ist zwischen 5 und 10%. Also wenn wir alle Frauen mit Brustkrebs untersuchen, vielleicht gibt es in dem Raum 3, 4, statistisch gesehen wird das so sein, dann finden wir, das ist die Schnittmenge, doch eine Reihe von Frauen, die einen Krebs haben und eine Mutation haben. Und dann können wir sagen, okay, nicht jede Frau, die Brustkrebs hat, hat eine Mutation und einige sind vielleicht noch nicht erkrankt, werden aber erkranken, aber die haben vielleicht ein familiäres Umfeld. So suchen wir vielleicht jene Frauen, die in einer Familie, aus einer Familie kommen, in der Brustkrebs häufiger vorkommt. Und da können wir dann die Mutationsträgerinnen noch besser eingrenzen. Und so macht man das auch international. Man sucht sich Kriterien heraus, anhand derer man dann eine genetische Untersuchung anbietet. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, was das bedeutet. Hier sehen Sie Daten aus Deutschland, aus Bayern, die gelten letztlich auch bei uns in Österreich. Wenn Sie aus einer Familie kommen, in der gehäuft Krebsfälle auftreten, dann haben Sie nicht nur eine 1 zu 300 Chance, eine Mutation zu haben, sondern dann haben Sie eine echt realistische Chance. Wenn Sie zum Beispiel in der Familie jemanden haben, der unter dem 36. Lebensjahr an Brustkrebs erkrankt ist, also 35 oder jünger war, und sonst gibt es eine ganz unauffällige Familiengeschichte, dann haben Sie schon eine 10%ige Chance, dass Sie in der Familie eine Genveränderung finden. Also in 10 Familien, wo jemand unter 35 erkrankt ist, finden Sie eine Mutation. Das ist für uns in Österreich ein Kriterium zu sagen, okay, dann bieten wir den Gentest kostenlos an. Oder ein Brustkrebsfall, der links und rechts aufgetreten ist. Gibt es ja auch. Es gibt Frauen, die sind einmal hier aufgetreten und ein paar Jahre später auf der anderen Seite. Die Chancen sind 1 zu 4.
Also die Chance, an einem Brustkrebs erkranken, sind ziemlich hoch. Oder zwei Fälle von Eierstockkrebs. Da kommen wir schon in die 50-prozentige Chance, ja, 45%. Also die Hälfte der Frauen, die aus einer Familie kommen, wo es zwei Fälle von Eierstockkrebs gibt, die haben eine Genveränderung. Und jetzt können wir das Spiel weiterspielen. Je häufiger wir einen Fall von Brust- oder Eierstockkrebs in der Familie finden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Genveränderung finden. Und warum ist das so? Das hängt mit der Vererbung zu tun. Jetzt müssen wir einen kleinen Ausflug in die Genetik machen. Aber das ist wirklich nur ein kleiner Ausflug, ein ungefährlicher Ausflug. Es handelt sich bei diesen beiden Genen um Gene, die mit einem autosomal dominanten Erbgang verknüpft sind. Das heißt, sie sind geschlechtsunabhängig. Ich habe schon gesagt, Männer wie Frauen sind betroffen. Und wenn man eine der beiden Kopien, und wir werden gleich sehen, wie das funktioniert, trägt, denn Gene sind immer in Kopien angeordnet, immer paarweise. Das ist so wie beim Flugzeug, da sind auch die Instrumente doppelt angelegt, weil sie so wichtig sind. Alle genetischen Baupläne sind doppelt angelegt in den Chromosomen. Das haben Sie vielleicht schon gehört, vielleicht wissen Sie es nur von der Schule. Und wenn einer der beiden Chromosomen, einer der beiden Instrumente ausgefallen ist, haben Sie immer noch ein Instrument, mit dem Sie weiter fliegen können, oder das ist eine Basis sozusagen für den Bau von Eiweißmolekülen, die dann eine Funktion im Körper haben, darstellt. Und jetzt können Sie, wenn Sie das an die Kinder vererben, vererben Sie eine der beiden Kopien, entweder die gesunde oder die kranke. Und das ist ein Zufall. Ich sage immer, das ist wie ein Münzwurf, Kopf oder Zahl. Und das ist wirklich wie ein Münzwurf. Bei jeder Geburt eines Kindes, einer Frau, eines Mannes, die eine Genveränderung trägt, wird eine Münze geworfen, Kopf oder Zahl. Und der Kopf bedeutet das gesunde Gen, super, dieses Kind hat keine Genveränderung, kann es auch nicht weitergeben an die nachfolgende Generation. Das Pech hat, dann ist es das andere. Und wenn das andere vorhanden ist, bedeutet das, dass es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit an Brust- oder Eierstockkrebs erkrankt. Ich habe hier ein Ehepaar, da ist der Mann Genträger, Mutationsträger, der hat zwei Kopien, eines davon ist defekt, die Frau ist pumpbar gesund, die hat keine Genveränderung. Und jetzt kann diese Kopie und diese Kopie weitergegeben werden, zum Beispiel an die Tochter, oder diese Kopie und diese Kopie weitergegeben werden, zum Beispiel an den Sohn, 50-50 Chance, das ist ein krankes Kind. Es wird einmal erkranken. Es ist gesund, wenn es auf die Welt kommt, aber es wird einmal erkranken. Da haben wir noch einen Bub, der hat vielleicht auch wieder das gesunde Pferd bekommen und eines der beiden Gesunden von der Mama. Wunderbar. Und das ist eine Tochter, die hat hier wiederum ein defektes Gen vom Papa bekommen und ein gesundes von der Mama. Und die ist auch eine Mutationsträgerin. Die kommen wohlgemerkt gesund auf die Welt, diese Kinder, aber sie werden im Laufe des Lebens an einer Krebserkrankung erkranken. Und jetzt möchte ich Ihnen das noch einmal an einem Beispiel aus dem Modellbau zeigen, wie wichtig das ist. Gene sind eine Information, die uns den Weg des Eiweißes erklären, die uns erklären, wie ein Eiweiß gemacht wird. Das ist ein Bauplan, wenn Sie wollen. Und wenn der Bauplan defekt ist, dann ist auch ein defektes Flugzeug, das rauskommt, ein defektes richtiges Objekt, das rauskommt. Und das Gleiche passiert auch mit den Zellen. Wenn Sie einen funktionstüchtigen Bauplan in der genetischen Information haben, dann funktionieren auch die Eiweiße ganz gut. Wenn Sie diesen funktionstüchtigen Bauplan nicht mehr haben, dann funktionieren auch die Zellen nicht mehr. Und sie geht zugrunde, das wäre ja okay. Oder was weniger okay ist, sie entartet und wird bösartig. Und dieser Entartungsprozess, der ist hier noch einmal, das ist schon fast medizinisch, aber wir sind ja hier schließlich ein Minimed-Studium, deswegen kann ich Ihnen das auch zumuten. Da sehen Sie das nochmal, wie das funktioniert. Und das erklärt auch, warum Frauen besonders jung erkranken. Ich habe Ihnen schon erklärt, man hat zwei Gene. Gene sind immer in doppelten Kopien angelegt. Und normalerweise hat die große Mehrzahl von uns zwei funktionstüchtige Kopien. Und es kann dann im Laufe des Lebens passieren, dass eine dieser beiden Kopien kaputt geht. Hier mit diesem roten Symbol. Ja? Und da haben wir immer noch einen Bauplan, der funktionstüchtig ist, ein Modellflugzeug, das funktionstüchtig ist und das fliegen kann. Aber es kann sein, dass es im Laufe des Lebens zu einem Defekt im zweiten Gen kommt. Und jetzt haben wir wirklich keinen Bauplan mehr, der funktioniert. Es gibt nichts, was dieses Eiweiß, woher dieses Eiweiß weiß, wie es funktionstüchtig hergestellt werden kann. Und da entsteht eine Tumorzelle. Und der Trick bei diesen Frauen mit einer Genveränderung ist der, die haben das schon von Geburt an
diesen Defekt hier eingebaut. In allen Zellen des Körpers, in allen, von der Haarwurzelzelle bis zur großen Zehe. Jede Zelle, die Sie untersuchen, auch die Blutzellen, deswegen werden Sie gleich sehen, wie der Test gemacht wird, auch die Blutzelle hat einen Defekt. Den kann ich überall nachweisen. Das spielt in den meisten Zellen des Körpers keine Rolle, aber in der Brust und im Eierstock und in ein paar anderen Organen, da spielt es eine Rolle. Und wenn ich schon so einen Defekt habe, ist natürlich die Chance, dass die zweite Kopie auch kaputt geht, recht groß. Und das führt dazu, dass die Frauen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erkranken und dass sie auch jung erkranken. Und da gibt es eine Reihe von Beispielen, Sie kennen vielleicht all diese Stars, Anastasia zum Beispiel, Christina Applegate, kennen Sie vielleicht aus den Medien, eine andere Frau, von der ich noch ein bisschen später reden werde. Das sind alle Beispiele von Frauen, die sind jung an Krebs erkrankt. Und ich habe Ihnen hier Daten mitgebracht, die Ihnen zeigen, wie relevant das ist. Die Chance einer Österreicherin im Laufe des Lebens an Brustkrebs zu erkranken, zumindest bis zum 50. Lebensjahr, die liegt bei 2%. 2 von 100 Frauen erkranken bis zum 50. Geburtstag an Brustkrebs, wenn sie keine Genveränderung haben. Wenn sie das Pech haben, eine Genveränderung zu haben, dann schnellt das hinauf. Dann sind die Hälfte aller Frauen mit 50 erkrankt. Jetzt sind ein paar von Ihnen über 50, überlegen Sie mal, sind Sie zum 50. Geburtstag mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert worden. Und die Chance im Laufe des Lebens am Eierstockkrebs am Brustkrebs zu erkranken, die stellt von 8-12%, wie es durchschnittlich ist, hinauf auf 87. 87 von 100 Frauen, die eine BRCA-Mutation haben, erkranken. Das ist ein Damoklesschwert. Wir haben mal geschaut, wie viele Österreicherinnen, die sich keiner vorbeugenden Operation unterzogen haben, sind denn nicht erkrankt. Das waren gerade mal 5%. 95 Frauen sind erkrankt am Brustkrebs oder am Eierstockkrebs. Und Eierstockkrebs kommt auch häufig vor. Bei uns sind die Zahlen sogar noch ein bisschen höher. Wir schätzen, dass etwa die Hälfte aller Frauen mit einer BRCA1 oder BRCA2-Mutation im Laufe des Lebens am Eierstockkrebs erkranken. Und der ist viel hinterlistiger, aber den können Sie nicht früh entdecken. Da gibt es keine wirkliche Früherkennungsmethode. Und es passiert uns immer wieder, dass Frauen kommen, die am Brustkrebs erkrankt sind und sagen, Mensch, ich habe mich mit dem eigentlich noch nie auseinandergesetzt, aber jetzt, wo ich erkrankt bin, habe ich mal in der Familie gefragt, und schon her, die Tante hat es auch und die Cousine hat es auch. Ich habe wirklich eine familiäre Disposition. Und jetzt mache ich so einen Gentest und dann stellen die fest, dass sie tatsächlich auch so eine Genveränderung tragen und dann sagen sie, na, jetzt bin ich schon erkrankt. Statistisch gesehen habe ich das eh erfüllt, ja. Aber was Sie die vielleicht nicht wissen, ist, dass die Chance, an einem zweiten Krebs zu erkranken, also einmal links, einmal rechts zu erkranken, oder zweimal links oder zweimal rechts zu erkranken, die schnellt auch massiv nach oben. Ein Viertel aller Frauen, die Brustkrebs zuerst links haben, erkranken nach 5 Jahren oder innerhalb der nächsten 5 Jahre auf der anderen Seite am Brustkrebs. Und im Laufe des Lebens, und deswegen findet man das häufig beim beidseitigen Brustkrebs, im Laufe des Lebens erkranken 2/3 aller Frauen zweimal am Brustkrebs. Es ist keine Frau, die ist dreimal am Brustkrebs erkrankt. Das ist echt Pech. Aber das passiert Ihnen, wenn Sie eine Mutation haben, weil es so häufig ist. Und das sind jetzt Zahlen aus Österreich. Das sind Frauen von Bregenz bis Eisenstadt, die bei uns in Betreuung waren. Und da haben wir das genauso gesehen. Wir haben gesehen, die Zahlen, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, aus den Vereinigten Staaten und aus England, die treffen bei uns genauso zu. Die Hälfte der Frauen, 0,5 ist die Hälfte der Frauen, sind mit unter 50 schon erkrankt. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist wirklich viel. Und das gilt sowohl für BRCA1 und BRCA2. Und was aus der Kurve, glaube ich, ganz schön herausgeht, ist die Tatsache, dass Sie bis zum 25. Lebensjahr relativ gesund sind und relativ sicher sind. Da tritt kein Fall vom Brustkrebs auf. Aber ab dem 25. Lebensjahr beginnen Sie rapide zu erkranken. Weißt du, die eine von, oder andere von Ihnen hat sicher Töchter im Alter von 25 Jahren. Da haben wir schon Frauen, die in diesem Alter erkrankt sind. Also das ist schon sehr, sehr, sehr tragisch. Ja? Das ist die Zeit, in der man vielleicht einen Partner hat oder in der man schwanger wird und die ersten Kinder hat und erkrankt an einer so potenziell gefährlichen Erkrankung. Was der Eierstockkrebs angeht, so beginnt der etwa ab dem 40. Lebensjahr anzusteigen. Da sind Sie also bis zum 40. Lebensjahr relativ sicher. Und dann beginnt es steil anzusteigen. Ja? Und da ist es auch so, dass die Hälfte der Frauen ungefähr mit 65, 66 Jahren erkrankt sind. Also wenn Sie so eine Mutation haben, dann hat das zur Folge, dass Sie erkranken. Und das ist wirklich eine der Dispositionen, die wir so nicht kennen. Wenn Sie zu viel Cholesterin haben, dann haben Sie auch Chance, einen Schlaganfall zu bekommen. Wenn Sie
viel Stress haben, haben sie eine Chance, einen Herzinfarkt zu erkranken. Das sind alles Chancen. Aber wenn sie eine Mutation tragen, dann werden sie am Brustkrebs erkranken oder an Eierstock erkranken, wenn sie nichts dagegen tun. Ich habe gerade über Männer gesprochen und gesagt, dass bei Männern eben auch Brust- und Eierstockkrebs vorkommt. Brustkrebs vorkommt, Eierstockkrebs natürlich nicht, das sollte ich als Gynäkologe ja wissen, aber Brustkrebs schon. Aber dafür ist es Prostatakarzinom, das bei Männern auftritt. Und das auch tatsächlich häufiger auftritt. Also die normale Bevölkerung, der Mann hat eine Chance von 14% bis zum 80. Lebensjahr zu erkranken. Ist auch nicht ohne. Aber das geht auf ein Fünftel hoch, wenn sie eine Mutation tragen. Und Brustkrebs ist ganz was Seltenes bei Männern. Ich habe schon einige Männer operiert mit Mammakarzinom. Und bei der Mehrzahl der Fälle war es dann tatsächlich so, wir haben eine Mutation gefunden. Und dann gibt es auch andere Krebsarten, die häufiger auftreten, zum Beispiel Pankreaskarzinom, das ist Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das ist an sich ein ziemlich seltener Krebs, Gott sei Dank. Das ist ein ziemlich blöder Krebs, weil man den auch nicht gescheit entdecken kann. Und der kommt Gott sei Dank nicht so häufig vor. Aber wenn Sie eine Mutation haben, dann ist das Risiko 7-fach so hoch. Jetzt kann ich Ihnen nicht eine Empfehlung geben, zu sagen, machen Sie irgendeine Früherkennung fürs Pankreaskarzinom, weil das gibt es nicht. Und es ist auch nie nachgewiesen worden, dass eine Früherkennung die Überlebenschancen verbessern würde. Aber man muss das wissen. Und man muss wissen, dass Menschen, Männer wie Frauen, die eine Mutation in einem der beiden BRCA-Gene haben, auch tatsächlich häufiger am Bauchspeicheldrüse erkranken. Und das Gleiche gilt auch fürs Melanom. Wer hätte das gedacht? Dass dein Hautkrebs auch durch eine Genveränderung verursacht wird? Also das ist schon so. Deswegen ist es ganz wichtig zu wissen, ob man so eine Mutation hat oder nicht. Und ich habe Ihnen am Anfang gesagt, wir haben Möglichkeiten, Personen zu identifizieren, bei denen die Chance, dass wir eine Genveränderung finden, besonders hoch ist. Und das machen wir durch die Familiengeschichte, die eigene Geschichte. Die Familiengeschichte ist sehr, sehr hilfreich, weil wenn Sie eine dieser Kriterien erfüllen, und wir haben auch einen Flyer für die Kollegen, und das ist eigentlich nicht für Patienten gedacht, aber wenn Sie interessiert, der kann sich so einen Zettel außen mitnehmen. Nachdem es ja eine Uni ist, können wir das ja machen. Wenn Sie also eine dieser Kriterien erfüllen, dann können Sie in Österreich diesen Test kostenlos bekommen. In einem von mehr als 70 Beratungsstellen, die es inzwischen in Österreich gibt. Da kriegen Sie eine genetische Beratung, da wird Ihnen erklärt, worum es geht. Ein bisschen das wird man Ihnen erklären, was ich Ihnen jetzt gerade erkläre. Und da wird man schauen, wird man einen Stammbaum machen und wird schauen, ob für Sie diese Kriterien zutreffen. Und wenn diese Kriterien zutreffen, dann wird man Ihnen so einen Gentest anbieten. Also, wenn Sie in einer Linie mütterlicherseits oder väterlicherseits, und es ist wurscht, welcher Verwandtschaftsgrad ist, es muss nur getrennt sein, mütterlicherseits von väterlicherseits, ich gehe mal davon aus, dass auch in Mistelbach die Männer und die Frauen nicht aus derselben Familie kommen, also dass sie getrennt sind, und in solchen Fällen wird man halt nach der einen oder anderen Familienseite gehen. Wenn Sie also in einer Familienseite, beispielsweise väterlicherseits, zwei Fälle von Brustkrebs vor dem 50. Lebensjahr gibt, oder drei Fälle von Brustkrebs vor dem 60. Lebensjahr, also eine Tante, eine Cousine und vielleicht die Urgroßmutter, die alle unter 60 waren, dann kann man so einen Gentest durchführen lassen. Oder wenn es einen Fall gibt unter dem 35. Lebensjahr, also ein besonders junger Fall, das ist immer sehr, sehr, sehr indikativ für das Vorhandensein einer Genveränderung. Oder die Kombination Eierstockkrebs und Brustkrebs, besonders wenn der Brustkrebs unter 50 war, können Sie auch so einen Gentest kostenlos machen. Oder wenn es zwei Fälle von Eierstockkrebs gibt in der Familie, das ist immer ein ganz heißer Tipp, da haben wir dann oft einen Treffer. Und dann natürlich die Kombination männlicher und weiblicher Brustkrebs. Und wenn Sie so eine Konstellation auch in Ihrer Familie haben, dann können Sie in eines von mehr als 70, inzwischen sind es glaube ich sogar über 80 Beratungszentren gehen. Jetzt muss ich schauen, was ist das nächste hier? Das ist in Weidhofen. Horn oder Zwettl, was ist näher? Horn, gut, also dann können Sie nach Horn fahren. Oder Wien, geht da. Ja. Wo auch immer. Es gibt eine Homepage, die werde ich Ihnen zum Schluss noch geben, die heißt www.brustgenberatung.at und da klicken Sie dann an die Karte von Ihres Bundeslandes auf Niederösterreich und dann finden Sie die Beratungszentren in Niederösterreich. Also Sie sehen, es gibt in ganz Österreich Beratungszentren, weil wir dieses Service ja allen Männern und Frauen in ganz Österreich anbieten. Und was beginnt es? Es beginnt immer mit einer Familiengeschichte. Man schaut sich die Familiengeschichte an, malt einen Stammbaum und schaut sich das an. Und wenn die betroffene Person das möchte, dann bieten wir so einen Gentest an. Und der Gentest ist eine ganz schreckliche
schmerzhafte Prozedur besteht nämlich aus einer Blutabnahme. Ja. Und wenn Sie diese Blutabnahme überleben, und es werden Ihnen immerhin 3 Röhrchen abgenommen, aber es sind kleine Röhrchen, dann gehen die gleich zu uns ins AKH, ins Labor. Und dort werden Sie einem komplizierten Test unterzogen, einem sehr, sehr genau kontrollierten Test. Wir haben da wirklich die modernsten Geräte, die es weltweit gibt, im Einsatz. Und wir buchstabieren Ihr genetisches Alphabet, so wie in der Bibel, und suchen nach Schreibfehlern. Und Sie müssen sich diesen Prozess wirklich so vorstellen. Sie kaufen sich eine Bibel und setzen sich am Abend hin und lesen Sie von der ersten Seite zur letzten Seite und schauen, ob Sie einen einzigen Buchstaben finden, der verkehrt ist. Das machen wir. Ja, das ist ungefähr so aufwendig. Das dauert Zeit und kostet viel Geld. Ja klar. Aber diese Schreibfehler können eine Rolle spielen. Ja, manche Schreibfehler spielen keine Rolle, da weiß man immer noch den Sinn des Wortes, aber es gibt Schreibfehler, die entstellen den Sinn des Wortes oder des Eiweißmoleküls, das daraus entstehen soll, so dramatisch, dass das danach folgende keinen Sinn mehr macht. Und das sind diese Mutationen, nach denen wir suchen. Also ziemlich komplizierter Prozess, der nach allen Regeln der Kunst gemacht wird, und wir teilen unsere Daten auch mit Kolleginnen und Kollegen aus den Vereinigten Staaten und Deutschland und England, einfach um mehr über diese Genveränderungen erfahren zu können. Und am Ende des Tages gibt es dann einen Ausdruck, der ist ungefähr 3 Seiten lang, und da steht dann, wir haben gefunden, dass wir nichts gefunden haben, das wäre das Schönste, oder aber wir haben gefunden, dass wir eine Genveränderung, eine Mutation gefunden haben, die eine Rolle spielt. Und wir geben Ihnen auch die Optionen, wie man damit umgehen kann. Wir machen das seit 20 Jahren und ich glaube, wir sind da im internationalen Vergleich sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Also wenn ich mit Kollegen aus Deutschland oder aus England spreche, dann bin ich oft erstaunt, wie wenig weit die mit ihren Entwicklungen sind. Und es gibt kein Land, weltweit kein Land, in dem das bei Vorhandensein der Kriterien automatisch kostenlos gemacht wird. Ja, das ist wirklich was Tolles. Und wir haben das, wie gesagt, seit vielen Jahren gemacht und das ist so vor sich hingeplätschert und immer mehr Leute haben davon erfahren. Bis vor 1,5 Jahren. Vor 1,5 Jahren plötzlich schnellen die Zahlen nach oben. Das waren so die durchschnittlichen Zahlen, die wir so untersucht haben. Und der Grund war, wer hat es gesagt? Genau, Angelina Jolie. Die Angelina Jolie, die hat einen Artikel in einer Zeitung veröffentlicht, der New York Times, und hat sie hingeschrieben, ich habe meine beiden Brüste amputieren lassen. Und das klingt natürlich schon sehr brutal. Gell? Ich habe meine beiden Brüste entfernen lassen. Aber wie das genau schaut, das werden wir ein bisschen später sehen. Aber die Frau hat, weil ihre Mutter sehr jung an Brustkrebs verstorben ist, weil auch andere Verwandte in der Familie eben an Brustkrebs erkrankt sind und ich glaube auch an Eierstockkrebs erkrankt sind, hat sie gesagt, Mensch, das ist das Riecht nach einer Genveränderung. Oder ihre Ärzte haben mir das gesagt. Und die hat einen Gentest machen lassen in den Staaten. Ja? Und da ist rausgekommen, sie hat eine BRCA1-Mutation. Und sie hat sich das sehr lange überlegt und hat dann eine Brustentfernung beidseits durchführen lassen und vor 2 Monaten, glaube ich, auch die Eierstöcke entfernen lassen. Das hat sie natürlich auch in den Medien ganz klar publik gemacht. Und das hat dazu geführt, dass es bei uns explodiert ist. Also wir haben eine Verfünffachung der Nachfrage nach genetischen Analysen gehabt. Das war wirklich, weil wir von Kameras und Fernsehen sprechen, das hat wirklich eine mediale Hype verursacht. Da war ich an einem Tag, glaube ich, bei 4 Interviews oder so. Also das war wirklich ganz beeindruckend. Und die Menschen haben zum ersten Mal gesagt, hey, da gibt es ja was. Und diese Schauspielerin, das ist nicht eine erkrankte, schreckliche, arme Frau, sondern das ist eine junge, dynamische, extrem erfolgreiche Frau. Und die hat das gemacht. Und das hat das Bild dieser BRCA-Mutation und dass man was dagegen tun kann, in einem ganz positiven Licht dargestellt. Und das hat zu einem Umdenken bei vielen Menschen geführt. Und wir haben gemerkt, dass viele dieses Thema sich jetzt genauer anschauen, dass viele jetzt nachschauen, gibt es das bei mir in der Familie, was kann ich dagegen tun oder was kann ich dafür tun. Und wir haben da Angelina Jolie, das klingt jetzt blöd, aber man hat sehr viel zu verdanken, weil die das in ein sehr positives Licht gerückt hat, dass man das haben kann, das ist halt Zufall, eine von 300 bis 400, das haben wir jetzt gehört, können daran erkranken, aber man kann was dagegen tun. Nun, was kann man dagegen tun? Das ist natürlich jetzt die große Frage. Eine von fast allen Frauen in Österreich wahrgenommene Maßnahme ist die Früherkennung. Und die Früherkennung beim Brustkrebs, die funktioniert ziemlich gut. Die Früherkennung, die wir in Österreich anbieten, die beruht auf nationalen und internationalen Guidelines und die ist auch Teil des österreichischen Früherkennungsprogramms, des nationalen Früherkennungsprogramms. Die beruht darin, dass man sagt, okay, eine Frau mit einer BRCA-Mutation, die also ein besonders hohes Risiko hat, die soll einmal im Jahr zum Gynäkologen gehen, eh klar, das sollte jede Frau machen.
Sie sollte einmal im Jahr die Brust durch den Frauenarzt oder die Frauenärztin untersuchen lassen. Eh klar, das sollte jede Frau machen. Aber sie sollte ab dem 35. Lebensjahr auch zusätzlich eine Mammographie machen. Nicht mit 45 oder 50, wie es bei uns eigentlich sonst üblich ist, sondern mit 35. Nicht früher, weil früher ist die Brust so dicht, dass man oft was nicht sieht. Aber mit 35 wäre es die richtige Zeit. Und vor allen Dingen, und das ist das große Argument, man soll eine Kernspintomographie, eine MAT oder MRI oder wie man hier auch immer sagt, machen. Und das ist diese Röhre, in die man da hineingeschoben wird. Und das hilft uns, Brustkrebs extrem früh zu entdecken. Und das empfehlen wir mit dem 25. Lebensjahr. Aber ich habe Ihnen gezeigt, die Kurve mit 25 steigt an. Jetzt werden Sie sagen, das ist alles schön und gut. Warum machen wir das eigentlich nicht bei anderen Frauen auch, wenn es so toll ist, wenn es so eine tolle Methode ist? Diese Methode hat einen Knackpunkt, sie entdeckt ein bisschen zu viel. Zu häufig entdeckt man was und sieht noch was und man sagt, Mensch, das muss man sich genauer anschauen, dann machen wir eine Biopsie oder operieren das raus. Und dann stellt sich am Ende des Tages heraus, naja, es war eh nichts, war eh ein falscher Alarm, wenn Sie so wollen. Wenn man also in einer Gruppe von Frauen, die ganz ein normales Risiko haben, eine regelmäßige Kernspintomographie macht, dann haben die einen Nachteil davon, weil sie viel häufiger operiert werden und nicht wirklich Karzinome häufiger entdeckt werden. Aber Frauen, die ein besonders hohes Risiko haben, wie eben die Mutationsträger, bei denen sind diese falsch positiven Befunde, wo man sowas findet, was sich dann im Nachhinein gar nicht als bösartig herausstellt, sind schon gerechtfertigt, weil man so oft was findet. Und da gibt es sehr schöne Untersuchungen, die zeigen, dass die Überlebenschancen, wenn man das macht, deutlich steigen. Und dann habe ich Ihnen schon am Anfang gesagt, dass ich ehrlich gesagt mehr Angst habe vor dem Eierstockkrebs als vor dem Brustkrebs. Aber leider können wir den nicht früh entdecken. Das ist ein echtes Problem. Wir bieten zwar an Ultraschalluntersuchungen von der Scheide aus, um die Eierstöcke zu begutachten. Und wir bieten auch an eine Tumormarkerabnahme, da gibt es immer diese Marker aus dem Blut. Aber wir wissen, dass diese beiden Methoden nicht wirklich was bringen. Und oft ist es uns passiert, dass die Patienten dann mit Bauchschmerzen kommen sind oder einem aufgeblähten Bauch oder Bauchwasser oder denen sonst nicht gut ging. Und dann haben wir nachgeschaut und gesehen, verdammt, die ist schon an Eierstockkrebs erkrankt und zwar ziemlich weit fortgeschritten. Und diese ganzen Untersuchungen wie Vaginalultraschall und Tumormarker, die haben nichts gebracht. Das ist leider so. Aber Früherkennung Brustkrebs funktioniert ziemlich gut. Und das ist so das, was Sie bei uns in Österreich angeboten bekommen, wenn Sie eine BRCA1 und BRCA2 Mutation haben. Das erhöht die Überlebenschancen. Sie werden gleich ein kleines Rechenmodell später sehen, wo Sie sehen können, dass die Chancen, den 85. Geburtstag zu erleben, sich deutlich verbessern, wenn Sie diese Früherkennung machen. Und dann gibt es natürlich eine Sache, die eben durch die Angelina Jolie in die Medien gerückt ist, und das ist die Entfernung eines Organes. Und Sie können ein Organ entfernen, dann werden Sie logischerweise nicht daran erkranken. Wenn Sie den Blinddarm entfernt haben, dann werden Sie nicht mehr einer Blinddarmentzündung erkranken, logischerweise. Und wenn Sie die Brust entfernen oder das Brustdrüsengewebe unter der Haut, unter der Brustwarze, dann sind die Chancen, dass Sie am Brustkrebs erkranken, zwar nicht null, weil in der Medizin gibt es praktisch nie null, aber das sind dramatisch reduziert. Also die Entfernung des Brustdrüsengewebes und der Ersatz durch ein Silikonimplantat, das man von außen gar nicht sieht, werden Sie gleich später sehen, das ist schon eine Option, die wir haben, um mit dieser Risikosituation umzugehen. Also wir können es schaffen, das Risiko einer Frau mit einer BRCA-Mutation am Brustkrebs zu erkranken unter das der Normalbevölkerung Gesundheit hinunterzubringen, wenn wir diese Operation machen. Und dann habe ich schon vom Eierstockkrebs gesprochen. Wenn wir die Eierstöcke und die Eileiter entfernen, dann erkrankt man nicht am Eierstockkrebs. Zumindest fast nicht mehr. Ja, es gibt immer noch Ausnahmen, aber dann reduziert sich natürlich auch die Chance, am Eierstockkrebs zu erkranken. Dramatisch. Und komischerweise, wenn Sie die Eierstöcke entfernen, erkranken Sie auch wenn Sie die Brüste gar nicht anfassen, operativ anfassen, erkranken Sie viel seltener am Brustkrebs. So, und jetzt habe ich Sie lange auf die Folter gespannt. Wie schaut denn so eine Operation aus? Da zeige ich Ihnen jetzt keine blutigen Bilder, sondern meistens Bilder vorher, nachher. Das ist eine Patientin, die hat keine Brustdrüse mehr. Wird man nicht glauben, gell? Da sieht man, dass sie die Brustwarze noch hat. Man sieht hier einen ganz, ganz kleinen Schnitt. Das ist eine Patientin, die wir vor ein paar Jahren operiert haben, im Allgemeinen Krankenhaus Wien. Das sind so Schnitte, wie es Schönheitschirurgen übrigens auch machen, wenn sie zu einem teuren Schönheitschirurg gehen, der tut ihnen auch so einen kleinen Schnitt machen und ein Silikonimplantat. Aber hier ist keine Brust mehr da, sondern nur noch Haut. Und zwar ganz dünne Haut, weil wir schälen das ganz, ganz genau aus
um möglichst wenig Brustdrüsengewebe übrig zu lassen, denn aus dem Brustdrüsengewebe entsteht ja Brustkrebs. Die Frau hat ihr Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, massiv runtergefahren. Eine andere Frau, das ist eine Frau, die ist Mitte 20, glaube ich, gewesen, deren Schwester ist elendiglich an Brustkrebs erkrankt. Sie hat gesagt, ich will das nicht, dass mir das passiert. Und sie hat so einen Gentest gemacht und blöderweise ist gerade bei ihr auch positiv gewesen. Und dann haben wir gesagt, naja, wir können Ihnen schon das Risiko reduzieren. Und bei der Gelegenheit hat sie gesagt, also ich bin nicht glücklich über die Brustgröße, die hätte ich gerne ein bisschen größer und außerdem ist das ein bisschen ungleich, also da ist das sogenannte Sigma-Mehrfalt ist ein bisschen höher als da, können wir da was machen? Und wir haben gesagt, naja, alles in Maßen ist machbar und wir haben dann das Brustdrüsengewebe entfernt. Die hat keine Brust mehr, die Frau. Ich habe die Angelina Jolie nackt gesehen, aber ich war übrigens kürzlich bei einem Kongress und habe den Geburtshelfer der Angelina Jolie, einen Franzosen, kennengelernt und er hat sie nackt gesehen und hat gesagt, das schaut sehr gut aus, aber kann nicht mehr dazu sagen. Jedenfalls diese Brust ist eigentlich keine, die hat kein Brustdrüsengewebe mehr, sondern das ist alles künstlich. Und Sie sehen hier unten wieder ganz diskret, jetzt ist vielleicht das Licht ein bisschen zu stark, sehen Sie diese Schnitte, über die wir das Silikonimplantat hineingegeben haben. Und sonst sieht man eigentlich kaum was. Also das sind sehr schöne Ergebnisse, die Sie erzielen können. Das geht natürlich wunderbar, wenn Sie kleine Brüste haben. Und wenn die Brüste nicht hängen, wie es ja bei jungen Frauen oft der Fall ist. Das sind ja meistens junge Frauen. Gell? Wenn die Brüste schon etwas hängen, weil sie gestillt haben, weil sie mehrere Kinder haben, dann kann man so ein schönes kosmetisches Ergebnis ehrlich gesagt nicht erzielen. Aber das ist zum Beispiel eine 26-jährige Frau, die relativ große Brüste hat und eine Ptose, das heißt auf Latein nichts anderes als eine hängende Brüste. Da haben wir die Brustwarzen entfernen müssen. Aber das Volumen und die Form und so weiter, das haben wir halten können. Und wir haben dann später in einem zweiten Schritt eine Brustwarze gebastelt und das schaut so aus. Eine sogenannte Mamillenrekonstruktion. Da machen sie ein kleines Engerl, das ist immer ganz spannend und seine Fuzelei im Operationssaal. Das kann man in lokaler Betäubung machen und das kann man dann tätowieren lassen in einem Tätowierinstitut. Da sehen Sie durch ein Bikini, sehen Sie das gar nicht mehr durch. Also die Frauen sind eigentlich sehr, sehr glücklich mit der Tatsache, dass sie sich dieser Operation unterzogen haben. Und sie tun es ja nicht, weil sie schöner werden wollen, sondern weil sie ihr Risiko reduzieren wollen. Das darf man ja nicht vergessen. Wichtig ist mir immer, dass es uns gelingt, ein schönes Dekolleté herzustellen. Das ist eine Frau, die war so glücklich über die Operation, dass sie mir gleich 3, 4 Bikini-Fotos geschickt hat. Gesagt, schauen Sie, ich bin so stolz, jetzt habe ich keine Hängebrüste mehr. Sie hat zwar keine Brustwarze mehr, weil wir die entfernen mussten, aber von außen sieht kein Mensch, dass ich eigentlich gar keine Brust mehr habe. Also Sie sehen, Sie können mit dieser Art von Operation durchaus bei einer schönen Kosmesis das Risiko reduzieren. Und wenn irgendjemand sagt, Herrn, Sie lassen sich die Brust abstellen, sind steppert, dann muss ich sagen, ist das so? Ich glaube es nicht. Also ich glaube, man muss da sehr viel umdenken. Und vor allen Dingen sind das Frauen, die haben ja erlebt, wie eine Mutter vielleicht am Brustkrebs verstorben ist, wie eine Schwester, eine nahestehende Person, sie gepflegt haben, während sie in einem fortgeschrittenen Stadium behandelt worden ist. Und die wissen schon verdammt genau, was es heißt, am Brustkrebs zu erkranken. Und das können wir uns, wenn wir nicht erkrankt sind, Gott sei Dank, gar nicht vorstellen. Also wer sowas mal mitgemacht hat und sagt, ich möchte das nie, nie, nie erleben, da verstehe ich schon, dass die Frauen so eine Operation machen lassen wollen. Jetzt haben wir gesprochen über die Brustentfernung. Die Eierstock- und Eileiterentfernung, die ist sehr unspektakulär, weil da kriegst du so ein Loch da rein, noch ein Loch da rein und doch da rein. Das ist die Knopflochchirurgie, haben Sie sicher schon alle gehört. Die sogenannte Laparoskopie. Und das wird mit einer Laparoskopie gemacht, ist ein relativ kleiner Eingriff. Und den sieht man von außen nicht. Weiß keiner, was da eigentlich gemacht wurde. Viele Frauen haben mal eine Zystenentfernung gehabt oder irgendeine Endometriose-Operation oder eine Gallensteinentfernung, was weiß ich. Das wird auch laparoskopisch gemacht, kann kein Mensch sagen. Sie haben halt danach schon Wechselbeschwerden und es gibt schon ein paar Komplikationen oder Nachteile dieser Operation. Das muss man schon auch akzeptieren. Aber Sie erkranken nicht mehr am Eierstockkrebs. Und wenn Sie überlegen, die Hälfte der Frauen erkrankt am Eierstockkrebs, lassen wir sogar nicht entfernen, dann habe ich damit schon echt einen Nutzen generiert. Und jetzt habe ich dieses Modell, dieses Rechenmodell, habe ich Ihnen jetzt mitgebracht, damit Sie ein bisschen anschaulich sehen können, was bringt mir das eigentlich alles. Und ich habe Ihnen hier eine bisschen komplizierte Kurve, die müssen wir halt gemeinsam jetzt durchschauen, den Fall einer 25-jährigen Frau, die in die Ordination ihres Arztes kommt. Die Chancen, diese Ordination lebendig zu verlassen, sind wahrscheinlich 100%. Zumindest bei mir ist noch keiner in der Ordination gestorben. Also 100%ige Chancen, aus der Ordination hinauszugehen.
Und jetzt gehen die Jahre ins Land, die wieder mal 35, 45, 55, irgendwann mal jetzt ja auch 85 Jahre. Und im Laufe ihres Lebens hat sie Chancen zu sterben. Wenn sie keine Genveränderung hat, dann ist es diese graue Linie. Ja? Im Laufe des Lebens sterben Frauen halt ab, wie Männer auch absterben. Am Herzinfarkt, am Autounfall, am Schlaganfall, am Selbstmord, im Kindbettfieber, ich weiß nicht, was alles gibt. An irgendwas muss man ja sterben. Ja? Viele sterben einfach an Altersschwäche, wunderbar, aber an irgendwas stirbt man. Und die Chancen einer Frau, die keine Genveränderung hat, den 85. Geburtstag zu erleben, da müssen Sie jetzt eine Linie rüberziehen, die liegen bei ungefähr 55%. Ja? Also 55 von 100 Frauen, die keine Genveränderung haben und in Amerika leben, erleben den 85. Geburtstag. Wenn Sie das Pech haben, eine Mutation in einem der beiden Brustkrebsgene zu haben und nichts zu tun und zu sagen, ja, habe ich halt, ist mir wurscht, ja, wird schon nichts passieren, dann ist das Ihre Überlebenskurve. Und die ist deutlich schlechter, das ist diese blaue. Ja? Da sterben Sie zwar auch am Autounfall, am Herzinfarkt, am Schlaganfall, aber am Eierstockkrebs, am Brustkrebs und nochmal am Eierstockkrebs. Also die Chancen, an einem Krebs zu erkranken und daran zu versterben, sind deutlich höher. Und die Chancen, den 85. Lebensjahr, des 85. Geburtstag zu erleben für eine Frau, die eine Genveränderung hat, die sind ungefähr bei, naja, da unten. So ein Unterschied, hm? Das ist ein Riesenunterschied. Und wenn die Frau jetzt sagt, naja, also diese Operationen sind immer zu steil, das mache ich nicht. Aber ich mache eine Früherkennung. Ich habe Ihnen gezeigt, Mammographie, Kernspintomographie, Vaginalultraschall, Tumormarker, dann sind die Überlebenschancen ein bisschen besser, dann sind sie in der gelben Linie. Ist nicht dramatisch besser, aber ein bisschen besser schon. Wenn Sie sagen, okay, also da habe ich jetzt ein bisschen eine Risikoverbesserung, aber ich möchte mein Risiko noch geringer machen, ich möchte noch bessere Überlebenschancen haben und ich entscheide mich für eine Entfernung der Eierstöcke mit 40, dann wäre ich ja nicht beim Eierstockkrebs erkranken. Und die Chance am Brustkrebs erkranken ist halbiert, das haben wir ja gelernt. Und schwuppdiwupp steigen die Chancen, den 85. Geburtstag zu erleben, deutlicher. Und je weiter ich sozusagen jetzt hier hinaufgehe in der Invasivität, desto höher sind die Chancen, dass meine Überlebenskurve eigentlich der Frau entspricht, die keine Genveränderung hat. Wenn Sie sagen, ich mache mit 25 Jahren eine Mastektomie, Fotos haben wir gesehen, entferne also beide Brüste, Brustdrüsengewebe, und mit 40 Jahren entscheide ich mich zur Entfernung der beiden Eierstöcke, zum Beispiel nachdem ich meine Kinder auf die Welt gebracht habe, die Familienplanung abgeschlossen habe, dann sind die Chancen, den 85. Geburtstag zu erleben, fast die einer Frau, die keine Mutation hat. Das heißt, man kann mit diesem Risiko umgehen. Es ist nicht so wie früher, wo Kollegen von mir gesagt haben, na wissen Sie, gnädige Frau, was haben Sie jetzt von der Information? Jetzt wissen Sie, dass Sie daran erkranken und daran sterben wollen. Wollen Sie das wissen? Jetzt macht es einen Sinn. Und Frauen ziehen auch Konsequenzen daraus. Und das sind Daten, die wir publiziert haben, zwar letztes Jahr, aber die Daten beruhen auf einer Untersuchung, die wir vor der Angelina Jolie gemacht haben, weil ich bin sicher, dass das jetzt ganz anders ausschaut, dass viel mehr Frauen sich zu diesen Operationen haben durchringen können. Und da sehen wir, dass gesunde Frauen in Österreich in einer Wahrscheinlichkeit von 20% beide Brüste entfernen lassen. Also ein Fünftel aller Frauen sagt, mit einer Mutation sagt, okay, das ist für mich ein Punkt, ich mache das. Etwa die Hälfte der Frauen haben damals gesagt, ja, ich habe ein hohes Risiko, am Eierstockkrebs zu erkranken. Notabene, Eierstockkrebs kann man schlecht früh erkennen. Ziemlich schlechte Karten, wenn man sowas erkrankt. Ich lasse mir beide Eierstöcke und Eileiter entfernen und damit reduziere ich mein Risiko. Frauen, die bereits betroffen sind, die machen dann meistens eine Brustentfernung, weil sie sagen, ja klar, jetzt habe ich eine Mutation, jetzt bin ich erkrankt, jetzt möchte ich nicht auf der zweiten Seite noch erkranken. Und die haben eigentlich in der großen Mehrzahl der Fälle auch in zwei Dritteln eine prophylaktische, also vorbeugende Eierstockentfernung durchführen lassen, weil ihnen klar ist, dass das Risiko so hoch ist. Das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, und ich werde vielleicht jetzt nicht mehr groß über die Medikationen sprechen, vielleicht noch ein paar Slides, ganz kurze Slides noch, das bezieht sich auf das Erkennen und Identifizieren von Früherkennung von Frauen mit einer Mutation und wie man damit umgehen kann. Vorbeugende Operation, aber auch eine Früherkennung mittels Mammographie und Kernspintomographie. Und es gibt jetzt, und vielleicht tun wir das wirklich nur so abhandeln, es gibt jetzt seit einem halben Jahr die Möglichkeit, bei Frauen mit einer Mutation, mit einer Genveränderung, auch eine spezielle Therapie zu verabreichen. Das ist eine ganz tolle, revolutionäre Therapie.
die beruht auf dem Prinzip der synthetischen Letalität. Und das ist ein echt schwieriges Tier, das sage ich Ihnen, die nächsten zwei sind echt schwierig. Die erzähle ich eigentlich immer sonst bei Ärzten, aber noch einmal, wir sind schließlich eine Minimed-Uni und das werden wir schon zusammenbringen. Ich habe Ihnen erklärt, dass alle Zellen des Körpers, wenn sie eine Mutation haben, diese Mutation tragen. Die Blutzellen, die Haarzellen, die Zellen der großen Zehe. Und wir haben immer noch eine funktionstüchtige Kopie. Mit dieser Kopie können wir ein funktionstüchtiges Eiweiß produzieren und damit können wir Defekte, die in den Genen auftreten, reparieren. Wenn aber es an einer Stelle zu diesem zweiten, zur zweiten Inaktivierung des verbliebenen funktionstüchtigen Gens kommt, der funktionstüchtigen genetischen Information, also aus dem Plus funktionstüchtig Minus kaputt, ein doppeltes Minus wird. Minus, Minus, beide Allele sind rot. Vielleicht können Sie sich an das Bild erinnern. Dann bedeutet das, es wird kein Reparatureiweiß mehr produziert. Dann bedeutet das, die Zelle kann entarten. Dann bedeutet das aber auch, sie ist empfänglich für eine spezielle Therapie. Und zwar eine Therapie mit einem sogenannten PARP-Inhibitor. Und PARP steht für Polyadenylribosylase-Polymerase. Schwieriges Wort. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Und dieses Wort impliziert eine ganz, ganz moderne Behandlungsform. Nämlich eine Behandlungsform, die nur bei Zellen angreift, bei denen ein Minus-Minus steht. Bei dem Plus-Minus spielt das gar keine Rolle. Aber bei dem Minus-Minus spielt es eine große Rolle. Und da greift das an. Und wenn Sie jetzt eine Tablette von diesem PARP-Inhibitor schlucken, dann kommt dieser PARP-Inhibitor in alle Zellen hinein und überall, wo ein Plus steht, ist das der Zelle ziemlich wurscht, weil die eine funktionstüchtige Eiweiß hat. Aber dort, wo zwei Minus stehen, und das ist im Krebs der Fall, da wirkt das Medikament und da bringt es die Zelle um. Und dieses Prinzip des Umbringens, des zellspezifischen Umbringens, das nennt man synthetische Letalität. Und diese synthetische Letalität ist extrem effektiv. Und ich habe Ihnen jetzt Zahlen aus einer Studie mitgebracht, die zeigt Ihnen die Überlebenskurven oder die Zeit bis zum Fortschreiten der Erkrankung bei Frauen ohne dieses Medikament und mit diesem Medikament. Jetzt werden Sie mit der Kurve nicht viel anfangen. Aber wenn ich Ihnen sage, dass Frauen, die an einem Eierstockkrebs erkrankt sind und die dieses Medikament nicht bekommen, dass es bei denen durchschnittlich 4,3 Monate dauert, bis die Erkrankung weiter fortschreitet und man eine andere Therapie geben muss. 4 Monate, was ist das? Jänner, Februar, März, April? Okay, dann muss man sich bitte was anderes überlegen. Wieder eine neue Chemotherapie, wieder eine neue Belastung für den Organismus. Wenn Sie aber das Medikament bekommen, das ist eine Tablette, ist ja relativ nebenwirkungsarm, dann ist es fast ein Jahr. Dann ist es von Jänner bis November. Das ist schon länger. Ja? Und das alles bei einer Tablette. Und diese Tablette ist nebenwirkungsarm. Ich will Ihnen das jetzt nicht zitieren, aber man hat manchmal einen Durchfall, man hat manchmal ist müde, man hat vielleicht ein Husten oder sowas, man hat Bauchschmerzen. Aber das ist alles aushaltbar. Und das ist alles eigentlich nicht so dramatisch wie eine Chemotherapie. Man muss es schon am Anfang mit einer Chemotherapie kombinieren, aber kann es dann als Erhaltungstherapie weitergeben. Also dieses Medikament, da gibt es mehrere Hersteller, das in Österreich am weitesten, oder sozusagen im Markt am weitesten ist, heißt Olaparib oder Lympaza. Das ist ein Medikament, das jetzt derzeit in der Welt und in der wissenschaftlichen Welt für Furore sorgt, weil es eben gerade bei Frauen mit einer Mutation in BRCA1 und BRCA2 so eine große Rolle spielt. Und das läutet jetzt eigentlich ein neues Zeitalter ein, wenn Sie so wollen. Eine Art von Krebs, die man besonders schlecht bekämpfen konnte, sei es jetzt Brustkrebs oder auch Eierstockkrebs, wird jetzt besonders gut behandelbar. Das ist auch keine Wunderpille, das ist ja kein Mittel, mit dem man den Krebs heilen kann, aber man kann das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen. Und das ist schon einmal viel gewonnen. Und noch einmal, wenn ihr ein Kind habt, das in die Schule geht, oder den Kindergarten noch, das noch eingeschult wird, und ich kann das noch miterleben, das klingt jetzt so blöd, aber das sehen wir. Wir sehen das jeden Tag. Es sind immer wieder Patienten, die sagen, Mensch, jetzt ein halbes Jahr noch wäre mir wichtig, dass ich vielleicht ohne Chemotherapie mit der Familie verbringen kann. Das ist schon sehr bedeutsam für viele Menschen. Natürlich ist es bedeutsam. Und wenn man den Menschen diese Chance geben kann, dann soll man es tun. Und da hat sich eigentlich sehr, sehr viel bewegt in den letzten Jahren. Wenn Sie sich jetzt von dem Vortrag ein Slide merken sollen, wollen, dann ist es dieses Slide. Nicht wegen dieser drei Blondinen,
sondern weil es eigentlich die Quintessenz dessen darstellt, was von diesem Vortrag wichtig ist. Wann ist es für Sie wichtig, so eine genetische Beratung und eventuell einen Bluttest wahrzunehmen? Brauchen Sie jetzt nicht die Kriterien, die ich Ihnen auf die Wand projiziert habe, merken. Aber wenn Sie merken, in Ihrer Familie gibt es in der väterlichen oder mütterlichen Seite mehrere Fälle von Brust- oder Eierstockkrebs, kann nur Brustkrebs sein, kann aber auch nur Eierstockkrebs sein. Und wenn man sagt, Herrschaft, die Frau ist jung erkrankt. Meine Tante ist mit 27 erkrankt. Oder mit 35 ist die Cousine erkrankt. Ja? Oder der Großvater ist an einem Brustkrebs erkrankt. Komisch, ha? Und dann gibt es noch einen Fall von Krebs in der gleichen Familie. Das sind jene Fälle, wo Sie eine genetische Beratung aufsuchen können. Und genetische Beratung bedeutet nicht automatisch Blut abzapfen. Das entscheiden Sie selbst, ob Sie das wollen. Aber es bedeutet mal Aufklärung. Ein bisschen das, was ich Ihnen jetzt mit Ihnen besprochen habe. Und dann können Sie selber entscheiden, ob Sie so einen Bluttest machen wollen. Und wenn Sie mehr über diese Brustgene erfahren wollen, das BRCA1 und BRCA2, dann können Sie in die Homepage schauen. Das ist jetzt noch die alte Homepage, die neue ist jetzt in diesen Tagen online oder live, wie man sagt, www.brustgenberatung.at. Da finden Sie alles über Brustkrebs und Eierstockkrebs, über diese Mutationen. Und da finden Sie auch eine Liste der Beratungszentren, die es in ganz Österreich gibt. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie es dort stellen, aber Sie können auch jetzt im Anschluss an den Vortrag diese Fragen mir stellen, wenn Sie möchten. Ich möchte mich dann am Ende des Vortrags ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitnehmen können. Ich stehe für Fragen natürlich gerne zur Verfügung. Wenn es ein bisschen intimere sind, haben wir beschlossen, dann tun wir uns vielleicht ein bisschen auf die Seite stellen. Aber im Prinzip, wenn es Fragen sind, die alle hören können, können Sie mir gerne die Fragen stellen. Es gibt keine blöden Fragen. Es gibt vielleicht eine blöde Antwort, wenn ich es nicht weiß, aber blöde Fragen gibt es nicht. Dankeschön.